sie geheiratet hat, saß ich vorm Fernseher. Als die ersten Kinder kamen, habe ich mich gefreut. Ich gebe, was ich kann und komme stetig voran. Du bist da, ihr alle seid mein Fan. Ja, wir sind deine Fans. Du bist da, das blonde Gift von MGM. Das blonde Gift von MGM. Ich habe Seelen wie kein billiger Kitsch. Ich bin ein Kassenmagnet, ich bin ein Hit. Ich bin der kalte Eisbär von Hitch. Ich bin top. Ich bin top, ich bin top, ich bin top. Es gibt durchaus komische Szenen und tragische Szenen. Es ist ein emotionaler Stoff und man kann sich der Sache nicht entziehen. Also ihr Leben liefert alle Zutaten, die man braucht. Wir haben natürlich aus diesem Teil ihrer Biografie so Highlights ausgewählt, also Szenen, die ihre Geschichte besonders gut charakterisieren. Eisenhower hat abgesagt und Queen Elizabeth hat auch abgesagt und der Schah von Persien hat abgesagt. Sollen wir die Hochzeit absagen? Warum denn? Ray ist ein verdammt netter Junge. Ach, Jackie, deine Rüschen sind wieder ganz verrutscht. In diesem Aufzug sehe ich aus wie eine gottverdammte Schwuchtel. Es ist eben ziemlich kompliziert, aristokratisch zu sein. Es geht los. Die Trauung wird von Monsignor Gilbert vollzogen. Dem Bischof von Monte Carlo. Hiermit frage ich eure Durchlaucht, Louis-Henri Moxon Bertrand Regnier, Fürst von Monaco, Marquis d'Antibes et Saint-Raphaël, Ursulus von der Leyen, Graf von Henkel zu Donnersmarck, und Domgraf Fassbender-Schlobitten, Duke of Bombay Sapphire. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Basie, kann man das nicht vielleicht Duke noch etwas Ellington, abkürzen? Prince of Tides. Hält 149 Adelstitel. Erdogan von Erdogan. Die Brauteltern sind Pelz von Felinau. Sankt Florian von Silbereisen. Vicomte von Bülow und Toriani. Knight of the Coconut. Master of the Hounds. Und Talkmaster of Chenefort. Sind Sie gewillt, die hier Anwesende, Miss Grace Patricia Kelly, zur Gattin zu nehmen? Yes. Ja. Ich meine, oui, je veux. Miss Grace Patricia Kelly, sind Sie gewillt, den hier Anwesende... Ja, ich will. Dann erkläre ich Sie hiermit vor Gott, dem Volk von Monaco und der ganzen Welt zu Mann und Frau. Ein Kamerakran kommt von oben nach unten ganz nah an die beiden heran. Grace und Renier küssen sich. Dann wenden sie sich zur jubelnden und applaudierenden Menge. Es ist schon ganz schön toll, dass ich sie spielen darf, vor allem, weil sie ja so unglaublich... interessant ist und schön und kühl und aber auch eine ganz, ganz sensible Seite in sich hat. Ich bin jetzt Fürstin. Fürstin. Was heißt das? In Hollywood war ich mehr Fürstin als hier. Wenn ich in Hollywood etwas wollte, dann habe ich stets bekommen. Immer hieß es nur, ja, ja, Miss Kelly, ja. Die Macht des Schauspielers. Man muss ja wissen, was der Alltag ist und wie man ihn lebt. Die Grace war natürlich eine große Galeonsfigur für ihn auch und die Mutter seiner Kinder. Und das ist ja auch das Thema in dem Stück, dass es ja darum geht, für ihn einen Stammhalter oder Stammhalterinnen zu produzieren, im wahrsten Sinne des Wortes, damit überhaupt dieser Staat erhalten bleibt. Das ist ja gerade das Thema. Kinder, 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 Kinder. Ich habe jetzt ein Volk und mein Volk hat Nein gesagt.
das finde ich toll, das greifen Sie ja hier im Musical auf. Was geht da eigentlich vor in so einer Figur? Was passiert da? Wie glücklich ist man oder wie unzufrieden? Wenn man eigentlich alles hat und sich alles kaufen kann oder auch sagen kann, ich mache es so oder so und es dann doch nicht kann. Gott hat mich hierher gebracht an die strahlende Côte d'Azur, wo die Sonne nie untergeht. Ich habe noch nie viel für Sonne übrig gehabt. Mir ist Regen lieber. Also, Darling, was in aller Welt habe ich hier zu suchen? Jetzt weiß ich, was fehlt. Du brauchst eine Heimat, einen Platz zum Regieren. Ist, was du brauchst. Und Seite an Seite wird deine Zukunft sich ändern. Wir sind jetzt Partner, wenn du es willst. Manege frei für Monaco, Manege frei fürs Lachen. Ein Clown fährt über seine 750 Sachen. Manege frei für Monaco, Manege frei für das Lachen. Um uns damit Freude zu machen. Ich schwebe hier oben, vergesse die Zeit. Mein goldener Käfig verliert seinen Sinn. Für alles Neue bin ich bereit. Monacos traurige Fürstin wird Eule, Zirkus, Prinzessin. Die Sänger und die haben das und die Sprecher haben das wunderbar gemacht. Also man versteht die Story, glaube ich, und es ist auch professionell gemacht, was den Gesang anbelangt und die Musik. Normalerweise hat man ja für so eine kleine Preview nur ein Klavier, wir haben ja eine richtig kleine Band. Also daran habe ich den meisten Spaß gehabt, einfach wirklich ein bisschen Swingmusik, Jazzmusik zu machen, wo doch vieles in anderen Produktionen doch sehr klassisch, sehr cineastisch ist und so. Hat auch Elemente hier drin, aber ich glaube, der Hauptfokus ist schon so ein bisschen auf den Swing-Nummern. Das finde ich cool. Traumachtzeit ins Rote. See you later, Alligator Lizzie. In a wild crocodile race. Das hier hat mich neugierig gemacht, was diese Künstler, was diese Kollegen da in diesen 3-4 Tagen, die sie probieren, da auf die Beine stellen, ist enorm. Also meine Hochachtung und mein ganz großes Kompliment, das hat richtig Spaß gemacht. Das ist ein Thema, das sich gut anbietet und die Verlinkung so in diesem amerikanischen Musical-Stil, Cole Porter, 40er, 50er Jahre, ist ja etwas, was wieder total in Mode kommt. Und das finde ich eine gute Idee. Das könnte man gut weiterentwickeln und sicher gut verkaufen. Let's do it! Der Zuschauer sollte es auf gar keinen Fall verpassen, weil er einen ganz privaten Blick wie in ein Wohnzimmer, es ist gar kein Schloss plötzlich, sondern es ist wie ein Wohnzimmer, bekommt einen Blick in das Leben von Fürsten. Das würde ich mir wünschen und dass das am besten Land auf, Land ab gespielt wird an den Häusern. Also ich wünsche mir, kann ich mal die Kamera sagen, dass das ganz viele Theater spielen und aufnehmen und es hat wirklich richtig viel Potenzial. So, alles drin? Einsteigen bitte, es geht los. Renier blickt vor den Wagen durch die Frontscheibe. Der Rückspiegel ist ja total verbaut, du kannst ja gar nichts sehen. Schau nach vorne, nie zurück. Vor dir liegt des Lebens Glück. Wollen wir es hoffen, Darling, du warst nie eine besonders gute Autofahrerin. Sei vorsichtig, die Straße ist gefährlich, vor allen Dingen bergab. Wie oft sind wir den Weg von hier nach Monte Carlo schon gefahren? Der Wagen weiß den Weg von selbst. Bergab geht's von allein, da muss man nur lenken. Vergiss nicht ab und zu das Bremsen. Ach, typisch Papa.
Stephanie wirft sich auf den Beifahrersitz. Fahr zu, Maman. Wir holen uns den großen Preis von Monte Carlo. Wir müssen los. Ich habe noch so viel zu tun und so wenig Zeit. Du schaffst das schon. See you later, Alligator. In a while, Crocodile. Grace steigt ein, klappt die Tür zu, startet den Motor und ab geht die Post. Filmszene Autofahrt. Über den Dächern von Nizza. Sonnenschein. Blaues Meer. Vor einer Nadelkurve erlischt der Film. Der Vorhang hebt sich majestätisch und man sieht wieder das Zirkuszelt mit Festbeleuchtung. Das Zelt öffnet sich und gibt den Blick frei auf Grace auf der Schaukel, die langsam als Apotheose nach oben entschwebt.